Ich bin also nicht nur Ferrari-Fan, ich bin Auto-Fan. Ich habe auch, bevor ich die Sammlung gemacht habe, ich hatte einen Fangio 250F, also von Fangio persönlich gefahren. Ich hatte einen Ecurie Eggos D-Type Jaguar. Ich hatte ein paar ganz wichtige Autos. Die habe ich geopfert wegen diesem blöden Projekt. Lamborghini hatte ich auch etwa 3 insgesamt. Ja. Porsche, ich hatte eine Porsche-Sammlung. Die ist auch bei dem lieben Herrn aus England gelandet. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute begeben wir uns in die Welt der Autosammlung am oberen Ende der Preisskala. Ich habe mich gefreut, dass Niki Hasler, Ferrari-Händler aus Basel in der Schweiz, mich mit meinem Gast bekannt gemacht und dadurch die heutige Folge erst möglich gemacht hat, denn der ist wirklich ganz besonders. Albert Obrist gilt nämlich als der Mann mit der bisher vielleicht aufregendsten Ferrari-Sammlung der Geschichte. Enzo Ferrari selbst hat einst festgestellt, dass er die Fahrzeuge zusammengetragen hatte, die eigentlich nie hätten vom Werk verkauft werden dürfen. Albert Obrist selbst nannte es eher sein Projekt. Und warum es dieses Projekt in der Form nicht mehr gibt, was seine Liebe zu den italienischen Supersportlern bis heute erhalten hat und was sein letzter Ferrari werden soll, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit der heutigen Folge und meinem Gast Albert Obrist. Herr Obrist, das Wichtigste habe ich mich ja auf der Herfahrt gefragt. Ich komme aus Hamburg und jetzt bin ich mit 120 maximal die Autobahn hier entlang getuckert. Wieso kommt man ausgerechnet als Schweizer drauf, Ferraris zu sammeln oder zu fahren? Ja, also ich wäre etwas schneller gefahren. Ja, okay. Damit haben Sie es gleich entkräftet. Nein, also erzählen Sie doch mal, wie das bei Ihnen eigentlich losging, diese Leidenschaft Ferrari. Ja, da war ich 13 Jahre alt oder so. Da war ich durch einen Freund meines Vaters an den Großen Preis der Schweiz eingeladen. Zweimal, 1950 und 1951. Und der Freund war bei der Rennleitung und die haben diese Flankenposten verteilt und er hat gesagt, Hans, wo möchtest du heute hin? Und dann hat mich der mitgenommen in die Forsthauskurve. Das war die berühmteste Forstkurve dort in Bremgarten. Und da sind die Fangios und wie sie alle heißen, so ein paar Meter vor meinen, ich war mit dem Flankenposten an der Strecke, nicht so wie heute. Und die sind ein paar Meter vor meinen Füßen vorbeigefahren. Es war schön. Und die Musik, die das gemacht hat. Und auch dieser Geruch damals. Und später habe ich dann, viel später, habe ich Fangio und ein paar der anderen kennengelernt. Also es ist eine lange Geschichte. Und das zweite Mal, 1951, da war ich an der Tribüne zuvorderst. Und damals, es hat geregnet und da waren diese Steine, ich weiß, wie man das auf Deutsch sagt. Kopfsteinpflaster. Ja, genau. Ja. Und mit Regen und die Pneus waren damals nicht, was sie heute sind. Und dann ist der Taruffi, genau dort, wo ich gesessen bin, an die Bande gefahren, einfach so gestreift. Und auch den Taruffi habe ich dann später gut gekannt. Und so habe ich ein paar schöne Geschichten mit Rennfahren, mit Mechanikern, mit Leuten natürlich auch, die meine Autos dann restauriert haben. Hm. Und die sehe ich jetzt ab und zu jetzt noch. Ich gehe noch oft nach Modena. Und ja, ich habe dann eine Zeit gehabt, da wollte ich von Ferrari nichts mehr wissen, wie mir die Sammlung abhanden gekommen ist. Da müssen wir gleich noch intensiver drüber reden. Ja, ich habe mich jetzt vorsichtig ausgedrückt, aber ja. Die Leute, die das etwas kennen, die wissen schon etwa, wie das passiert ist. Und das war sicher die interessanteste Ferrari-Sammlung der Welt, weil das war die Geschichte von Enzo Ferrari. Angefangen mit einem Alfa Romeo als Vorkrieg, hat ja Ferrari unter Scuderia Ferrari Alfa Romeos eingesetzt. Mhm. Also das war der Anfang eigentlich meiner Sammlung bis zu seinem Tod. Die Autos, die ich als die wichtigsten empfunden habe. Und oft, wenn das drei zum Beispiel waren, drei Stück, dann habe ich versucht, den besten zu bekommen. Und habe dann oft auch einen schon gehabt,
gekauft und gewartet, bis der bessere frei wird, habe den besseren gekauft und den weniger guten verkauft. Das ist mir dann auch zum Verhängnis geworden. Ich wollte dann Anfang 90er Jahre mit Christis in Monte Carlo, wollte ich Autos, die ich doppelt hatte, verkaufen. Mhm. Und der Markt war damals schon schwach. Und dann haben alle geschaut, was jetzt mit meinen Autos passiert, und kein Auto ist verkauft worden. Und dann habe ich natürlich Probleme gehabt, und dann hat eben dieser nette Herr, ich will jetzt den Namen nicht nennen, hat mir so genannt geholfen. Das ist die Schöne, aber die ganzen Leute, die ich gekannt habe, als ich die Sammlung aufgebaut habe, die früheren Besitzer zum Teil, nicht alle, aber zum Teil tolle Leute, und die Mechaniker, die das gemacht haben, alles in Modena. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit Ferrari? Das ging die ja erste Begegnung mit Ferrari. Ich hatte mein erster Ferrari, da war ich 25 Jahre alt. Ich habe Glück gehabt. Meine Firma hat ziemlich gleich Geld verdient. Was haben Sie gemacht, wenn ich fragen darf? Ich habe Verschlüsse aus Kunststoff gemacht. Okay. Später dann alle möglichen Teile aus Kunststoffspritzguss. Mhm. Also Behälter, Verschlüsse, Behälter, Mixergehäuse. Alles, was man so konnte. Und dann hatten wir über 270 verschiedene Produkte und haben dann gesucht nach einem Produkt, wo wir... Und da haben wir etwas entwickelt, und dann kam immer die Konkurrenz und war zum Teil natürlich immer billiger. Mhm. Und wir haben dann diesen Kunststoff-Getränkeverschluss für CO2-haltige Getränke haben wir entwickelt. Da haben alle gesagt, die spinnen, das wird doch nie funktionieren. Mhm. Und es hat aber funktioniert, war zwar mühsam, wurden zum Teil in Amerika, wurden wir, ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, von der... Die Aluminiumkonkurrenz hat sich mit allen Händen und Füßen gewehrt gegen unseren Verschluss. Sie haben das in Aluminiumverschluss ersetzt. Ja. Okay. Jetzt kommt da wieder etwas zurück. Kein Mensch weiß wieso, weil die ganzen Vorteile jetzt wieder verloren gehen. Und und dann habe ich verkauft, weil ich müde war. Mhm. Wann haben Sie es verkauft? Im 84. Okay. Und dann habe ich eben diese Ferrari-Sammlung gemacht, und ich habe natürlich anders gemacht. Ich habe alte Segelschiffe restauriert. Aber die erste Begegnung mit Ferrari, das war Ihre Frage, mit dem ersten Auto, das war dieser 250 GTE, mhm, 1962, 63, habe ich einen Vorwand gesucht, um mit Herrn Ferrari zu treffen. Und der Vertreter damals in der Schweiz war Monteverdi, ein genialer Typ, der hat später diese Autos ja gebaut. Die Geländewagen auf Basis von Range Rover. Die waren auch gut, ja, aber er war nicht ganz sauber. Hatte das erste Auto, das er mir verkauft hat, Occasion, habe ich dann rausgefunden, dass es ein Unfallauto war. Hat er mir unfallfrei verkauft. Dann bin ich zu ihm gegangen, habe meinen Buchhalter mitgenommen, um einen Zeugen zu haben. Da sagt er schon von Weitem, sagt er, ich weiß, wieso Sie kommen. Wollen Sie das Geld zurück oder ein neues Auto? Habe ich ein neues Auto genommen, gekauft, musste noch etwas natürlich draufzahlen. Ja, und dann habe ich eben den Herrn Ferrari gesucht. Der hat mir sicher 3/4 Stunden, also nett, hat mich empfangen, geschrieben, sicher 3/4 Stunden warten gelassen. Das hat er aber mit allen gemacht damals. Auch wichtige Leute. Und dann haben wir etwa sicher 20, 25 Minuten geredet miteinander, mit Händen und Füßen, weil ich konnte noch praktisch kein Italienisch und er konnte nur Italienisch. Und da habe ich ihn einmal hatte ich einen Testarossa 59. Ich hatte alles Werksautos in der Sammlung. Also durften keine Kundenautos sein, es mussten Werksautos sein. Okay. Und haben wir restauriert, und dann hat man mich gebeten, das in Ferrano vor das Büro um 12 Uhr zu haben wir gemacht. Und dann ist der Herr Ferrari rausgekommen mit ein paar Geschäftsleuten, nehme ich an, ist sich gegrüßt und ums Auto rum
gelaufen, hat gesagt, Il Tempo delle Mele, die Zeit der Äpfel. Das war ein Film damals. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Er hat nicht gesagt, das Auto ist Zweiter geworden in Le Mans mit den so und so Fahrern. Nein, das war die Zeit der Äpfel. Wie war die erste Begegnung mit Enzo Ferrari? Wie hat er so gewirkt? Man sagt ja immer, wenn der irgendwo reingekommen ist, dann hat man gemerkt, dass er da war. Der war so präsent. Also war das was eine besondere Begegnung für Sie? Ja, das war es doch sicher. Ferrari war, der Ferrari war natürlich, kam gleich nach dem Papst. Hm. Und es war eine schöne Begegnung. Dann ist dann noch der Mike Parks, der war Testfahrer damals, ist noch reingekommen schnell und hat von einem Auto, das er getestet hat, erzählt. Und ja, es war ein nettes Gespräch. Aber es war schon immer ein bisschen kühl. Er war ein bisschen kühl, also es war schwierig, mit ihm warm zu werden, für mich. Ja, und dann einmal bin ich mit Peter Schetti, der war ja Fahrer bei Ferrari und dann Rennleiter, das ist mein ältester Freund, zweitältester. Und da sind wir ihn mal besuchen gegangen und da habe ich auch gefunden, für Peter Schetti, der einer der wenigen war, der im Frieden weggegangen ist, der hatte oft Schwierigkeiten gehabt, habe ich gefunden, das Treffen war doch ziemlich kühl. Ja, und dann habe ich natürlich viele andere, über diese vielen Jahre, andere Leute bei Ferrari gekannt. Und heute noch habe ich nette Leute dort, mit denen ich Kontakt habe. Und einer davon ist ein speziell guter Freund. Das ist der Entwicklungschef-Testfahrer. Ein guter Mann. Also parallel, Sie haben mit 25 den ersten Ferrari gekauft. Ja. Und haben Sie dann gleich so weitergekauft oder haben Sie gesagt, den fahre ich jetzt erstmal ein paar Jahre? Ja, da kommt noch eine interessante Geschichte. Ich habe dann schon noch den einen oder anderen neuen gekauft. Und dann hatte ich den Daytona bestellt. Daytona war 1971, sowas. Und das Auto sollte zu einem gewissen Zeitpunkt geliefert werden. Heute weiß man nicht, wann das Auto kommt, wann der liebe Gott will. Aber damals war es noch einigermaßen übersehbar, nur ist meiner nicht gekommen. Und der Verkaufschef damals war Manicardi. Man hat ihn die Tartaruga genannt, Schildkröte. Weil wenn immer ein Problem war, hat er sich in seinen Schild zurückgezogen. Und die eine Woche war das Auto beim Testen, eine Woche später war es in Produktion, eine Woche später war wieder mal anders. Und dann habe ich es in Verzug gesetzt, also ich habe ein letztes Datum angegeben und nach diesem Datum würde ich ihn nicht mehr nehmen. Und da ist nicht gekommen, ich habe einen Lamborghini gekauft. Oh, okay. Einer der ersten, das war, glaube ich, 350 GT, hat er, glaube ich, geheißen. War nicht das schönste Auto der Welt, aber war ein super Auto. Der Motor war viel feiner wie die Ferrari-Motoren damals. Tatsächlich? Ja. Der 12-Zylinder? Also, und zwar merkbar. Okay. Ja, und dann irgendwann habe ich mich dann wieder versöhnt. Und wie gesagt, dann diese Sammlung, ich mag das, den Ausdruck Sammlung eigentlich nicht, aber ich finde kein besseres Wort. Weil es war ein Projekt. Ich bin kein Sammler. Ich sehe mich nicht als Sammler, ich bin ein Projektmensch. Und das Projekt war die beste Sammlung, die Geschichte von Enzo Ferrari zusammenzustellen. Und wie ich dann eben diese Sammlung verloren habe, wollte ich 10 Jahre oder so nichts mehr wissen von Ferrari. Und dann hat der Niki Hasler, den habe ich kennengelernt in einer Bar in Basel, ist er mit seinem Freund und Mitarbeiter Matthias. Ich war mit Fantuzzi, dem Karossier, der meine ganzen Karosserien restauriert hat, war ich in einer Bar und Niki Hasler hat mich gesehen und offenbar gekannt und ist zu mir gekommen, hat sich vorgestellt. Und dann habe ich zu Fantuzzi gesagt, am nächsten Morgen, komm, wir gehen mal besuchen, vielleicht bekommen wir einen Kaffee.
Und so hat es dann angefangen. Und dann habe ich zuerst einen Maserati gekauft und dann einen zweiten Maserati. Und dann war das Ferrari-Fieber wieder da. Das lässt einen wahrscheinlich nie los. Lassen Sie uns mal über einige Autos aus Ihrem Projekt sprechen. Wie viele Autos haben Sie gehabt? Ja, also insgesamt, das hat mal einer zusammen, der Herr Massini, das ist der Historiker da in der Schweiz, der hat ausgerechnet, dass ich über 80 Ferraris gehabt habe. Die Core Collection, also die eigentliche Sammlung, das waren 27 Autos. Mhm. Und wie gesagt, die ich am wichtigsten, am interessantesten empfunden habe, kann man nie mehr machen, diese Sammlung. Mit allem Geld der Welt, die wäre heute ein Vermögen wert. Aber ich bin zum Glück kein Geldmensch. Das war nie eine Motivation für mich. Das war ein Projekt. Also für mich war das Kultur, ist das heute noch. Leider gibt es die Sammlung nicht mehr, weil das war also Formel 1, dann die Sportprototypen, dann die Gran Turismo, GTO, P4. Sie haben sicher gehört, für wie viel im Moment vor ein paar Monaten verkauft wurde. Der P4? 85. 85. Also ist nicht normal für ein Auto, wirklich nicht normal. War nicht einmal mein Liebling. Mein Liebling war das Audi 315S, der Piero Taruffi, den ich auch gekannt habe. Ich habe mal einen Kurs, ganz normal einen Kurs mit ihm in Modena gemacht. Mhm. Und das war für mich mein Lieblingsauto. Erstens für die Geschichte. Und das Auto habe ich in Amerika gefunden. Er hatte zwei 15S, das war Grienemeyer hat er geheißen. Er hat den Tiefflug-Weltrekord gehalten damals. Ich weiß nicht, ob der heute noch besteht. Mhm. Weil der war Testflieger bei Guaman oder irgendeiner Flugzeugfirma, ich weiß es nicht mehr. Ein ganz netter Mann. Habe ich zuerst einen schlechten gekauft und habe gesagt, wenn du denn den anderen verkaufst, ruf mich bitte an. Und dann hat er mich Jahre später angerufen und habe ich den besseren gekauft. Der wurde jetzt auch gekauft vom gleichen Herrn für auch wahnsinnig viel Geld. Ich musste damals noch bezahlen, dass man mir die Auto abnehmen konnte. Und jetzt sind sie so viel wert, das ärgert mich nicht groß. Aber wenn ich doch meinen Liebling noch hätte, wäre das schon nicht schlecht. Ja. Und das war, kann man nicht mit dem ganzen Geld der Welt kann man das nicht mehr machen, weil gewisse Autos sind jetzt in festen Händen. Also der P4, nehme ich an, der wird nie mehr irgendwo von jemandem anderen besessen werden. Und, wissen Sie, wer den jetzt besitzt? Ja, ich war bei Ferrari, bei Classiche. Ja. Und da stand mein Lieblingsauto, das stand dort. Allerdings verschandelt. Es war super restauriert, wie alle meine Autos. Alles in Modern mit den alten Leuten, die dann noch gewusst haben, wie das war und so. Und jetzt hat das Auto ein zu helles Rot. Die Rot über die Jahre sind immer heller geworden. Mhm. Eine Zeit lang. Und das musste man natürlich studieren und das mit Leuten reden. Und manchmal hat man irgendwo noch ein altes, unter dem Auto noch ein altes Fahrmuster gefunden oder so. Und das Auto, wir haben dann auch ein Stück Kunstleder, Vinyl oder wie das damals heißt, unter dem Sitz gefunden und haben nach monatelangem Suchen das richtige Material gefunden, die Sitze so gemacht. Jetzt hat das Auto Ledersitze. Und der Ruffi, wie er in Brescia ankam, die können ja nicht anhalten und sich irgendwie erleichtern. Und der Ruffi hat das natürlich auch nicht gemacht und der Ruffi hat noch mehr nicht machen können. Und das gibt es Bilder. In Brescia haben sie ihm ein Tuch über den Kopf
gelegt, weil da hinten durch diese Vibration des Autos ist das dann da hinten rausgekommen. Das sind alles diese Geschichten. Der Graf von Trips hat auch eines dieser Autos gefahren in der Millimilia. Und übrigens hätte der von Trips gewinnen können, aber er hat der Ruffi gewinnen lassen. Okay. Das war noch ein Monsieur, das war noch ein Gentleman. Weil der Ruffi war schon älter und hat x-mal schon probiert zu gewinnen. Und, aber der Graf, der konnte natürlich nicht in die Hose machen. Der hat sich ein Rohr machen lassen, das dann unten aus dem Auto rausging. Und das weiß ich nur, weil ich den Mann, Guerra hat er geheißen, der Karosseriebauer, der diese Autos damals gemacht hat, werden ja mit dem Hammer gemacht. Den habe ich dann getroffen, jetzt ist er leider nicht mehr da. Der war 83, das ist vielleicht jetzt 5, 6, 7 Jahre, das zählt, die Zeit vergeht so schnell. Der hatte den Kopf so 83 Jahre und hat immer noch Karosserien gemacht. Und ich bin überzeugt, das war ein glücklicher Mann. Und da ist er zu mir, hat mich erkannt und hat mit mir geredet und hat mir diese ganzen Geschichten mit dem Röhrchen und so erzählt. Und das Auto hat jetzt, wie gesagt, Ledersitze, das ist ein zu helles Rot. Und da hat man auf den ersten Farbfotos, waren die Vorderräder so braun mit einem gelben Streifen am äußeren Rande der Felge. Und wir haben das studiert. Das war Bremsstaub. Jetzt sind die Räder so lackiert. Okay. Also, ich habe meine super Zeit gehabt mit den Tieren, das Auto zu finden, super Freund geworden. Habe ich natürlich auch wieder verloren. Die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben, super, es war eine super Zeit. Also ich finde, ich habe die bessere Zeit gehabt, wie der Mann, der dieses Auto jetzt besitzt. Er macht Schuhe oder hat gemacht. Okay. Wissen Sie, die Besitzer dieser Autos heute, die interessieren sich. Also ich bin doch ein Teil dieser Geschichte. Wenn man denkt, ich habe das Auto gesucht, gefunden, gekauft, restauriert mit aller Liebe, die Leute, die mit mir und ich da reingesteckt haben, das interessiert die Leute nicht. Das ist mir eigentlich egal. Aber ich tröste mich damit, ich hätte gerne das Auto, das ist mein Liebling, dieser 315S. Ich hätte die gerne noch, aber ich tröste mich damit, dass ich wahrscheinlich die bessere Zeit hatte damit. Ja, und Sie sind eine Zeit lang Teil dieser Geschichte und ich glaube tatsächlich, also wenn man Ihren Namen googelt, dann stößt man immer wieder drauf, dass Sie die Sammlung oder das Projekt hatten, was Ferrari hätte haben müssen und dass Sie wirklich die außergewöhnlichste Autosammlung oder Ferrari-Sammlung der Welt hatten. Ja, ich habe so eigentlich die Autos zusammengestellt, die Ferrari vergessen hat zu behalten. Genau. Er konnte natürlich nicht, er brauchte immer wieder Geld für die neuen Autos. Ja. Haben Sie Autos mal direkt vom Werk auch gekauft nach dem Rennen? Das gab es ja auch einige. Ja, ich habe einen Formel 1 vom Werk gekauft. Der 70er Jahre, ich weiß nicht mehr welchen. Habe auch mal Bestandteile gekauft, direkt vom Werk. Hm. Ein Motor. Einmal habe ich sogar ein Auto, das Auto habe ich gekauft. Das war vorhin von Gerhard Berger gefahren worden. Und den kenne ich auch. Dann hat er mich einmal angerufen und hat gesagt, ich habe gehört, du hast meinen Motor kaputt gemacht, weil der ist bei der ersten Ausfahrt in Imola ist ein Gewicht der Kurbelwelle hat sich gelöst und den Motor blockiert. Hat er mich angerufen, habe gehört, du hast meinen Motor kaputt gemacht. Habe ich gesagt, ja, wenn du länger gefahren wärst, hättest du ihn kaputt gemacht. Und Ferrari hat mir den ersetzt. Das habe ich also noch nie mehr erlebt. So etwas von Ferrari bekommt man nichts geschenkt. Ich war doch eben bei diesen 60 Jahre Kunde und Niki Hassel natürlich organisiert. Und der Herr Chef, der Herr Galliera,
ist dann auch dazugekommen. Da waren die drei Autos, den neuen, den ich bekommen habe, das war der Competizione und der GTO, also der 599 GT und der Tour de France. Also das war so ein Dreier-Ding. Da haben die waren unter roten Tüchern und ich habe gedacht, vielleicht schenken die mir einen oder so. Dabei waren sie, und dann hat man die Tücher weggezogen und dann waren es meine Autos. Und das wollte ich eigentlich sagen, wie der Herr Galliere dann der Chef gekommen ist, habe ich ihn begrüßt und hab ihm gleich gesagt, das ist das erste. Ferrari hatte mich zum Essen eingeladen, an dem Tag, zum Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, das ist das erste Mal in 60 Jahren, dass ich von Ferrari ein Mittagessen offeriert bekommen habe. Ist das so, ja? Wahrscheinlich ist die Rechnung nachher doch trotzdem nach Niki, noch an Niki gegangen. Wahrscheinlich. Sie sind der älteste Ferrari-Kunde, oder? Ja, ich nehme es an, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Sie müssen das Auto sehr jung kaufen. Mit 25? Dazu braucht es selbstverdientes Geld oder einen Vater, der das einem schenkt. Influencer. Und dann müssen Sie 60 Jahre lang immer noch Ferraris kaufen. Da müssen Sie zuerst mal 85 Jahre alt werden. Das gelingt nicht jedem. Und dann viele Leute, die haben andere Interessen, die sind jetzt auf dem Golfplatz oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch einer so birnenweich ist wie ich und 60 Jahre lang Ferraris kauft. Und Sie haben immer auch Neuwagen gekauft? Ja, 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 ja. Ja, nur. Ja, nur seit, außer dem Anfang, war das immer nur, ja, mit einer, zwei Ausnahmen oder so. Wahnsinn. Und die anderen, die alten, die historischen Autos, die haben wir natürlich gekauft, wo sie waren, in England, den P4 in England, auch da eine Geschichte. Der hatte diesen P4 und einen GTO und ich habe ihm dann zuerst den GTO abgekauft und habe ihm auch gesagt, wenn du mal den P4 verkaufst, ruf mich an. Hat er auch gemacht. Hat damals schon über 10 Millionen gekostet, Dollar. Und der Dollar war 1,60 Franken damals noch. Also war schon sehr viel Geld, aber ein Bruchteil von dem, was er heute wert ist. Ja, es ist eine lange Geschichte. Was war Ihr teuerster Kauf? Das teuerste, dieser P4, ja, mit Abstand. Mit Abstand. Ja. Ich wollte den haben, ich fand den nie das wichtigste Auto, aber die Leute haben immer gesagt, der P4, das ist das Größte, das ist das Höchste und so. Und dann musste ich den natürlich haben, weil ich wollte ja die perfekte Enzo Ferrari Sammlung machen. Und dann musste ich den haben. Dann habe ich habe halt auch Fehler gemacht. Kurz vor dieser Versteigerung, an dem die Zweitautos verkauft werden sollten und nichts verkauft wurde, ist natürlich der Markt dann zusammengebrochen. Und 14 Tage vor diesem Verkauf hat mich ein Herr, ja, das darf ich sagen, Jacques Gissetto, Franzose, hat mich angerufen, wollte mir 20 Millionen offerieren für dieses Auto. Und er hatte das Geld, hat nachher was anderes gekauft. Und ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt diese Versteigerung. Ich bekomme da so viel Geld, dass ich kein Problem habe. Hätte ich dem das Auto verkauft, wäre alles anders gekommen. Aber so macht man im Leben halt manchmal Fehler. In diesem Fall ein Fehler, weil ich... Ja, weil die Sammlung zusammenhalten war für mich einfach wichtig. Und nicht wegen des Geldes, sondern wegen dem Projekt. Aber Sie hatten die Firma schon gar nicht mehr, oder? Doch. Doch. 84? Die habe ich 84 verkauft. Okay. Und da hatten Sie also genug Geld zum Leben und das Auto und die Autos haben Sie... Und die hatte ich genug, gekauft, um diese Sammlung zusammenzustellen. Und zu leben. Ja. Und Schiff und Segelschiffe restaurieren.
Okay. Man hätte sich auch günstigere Sachen ans Bein binden können. Aber was sind das für Segelschiffe gewesen, die Sie restauriert haben? Ja, darf ich noch schnell etwas über die Ferrari-Sammlung sagen? Ja, darin eine, jetzt, eine schöne Geschichte. Ja. Wir haben dann die Formel 1 alle nach Ungarn genommen zum Grand Prix. Mhm. Und haben vor dem Grand Prix die Autos rumgefahren und ich habe die Fahrer von damals eingeladen. So war der Villaresi auch dabei. Der hat den 4,5 Liter gefahren. Super Auto, ein Männerauto. Und dann hat er irgendeinen Gang nicht reingebracht und hat gesagt, wie die Italiener so sagen, da bin ich halt im vierten Gang oder irgendwas geblieben. Und dann hatten wir so einen Abschied mit irgendetwas Essen oder so. Und dann habe ich ihm, wie er uns verabschiedet hat, hat er mich links und rechts auf die Wange geküsst und hat gesagt, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Das ist doch schön. Ja. Das erleben nicht viele Leute. Nee. Oder der Fangio, der bei mir war. Juan Manuel Fangio war bei mir. Fangio war bei mir. Der Fangio ist für mich der Größte aller Zeiten. Nicht nur für Sie. Und er ist noch ein Gentleman. Ja. Der war bei mir zusammen mit den anderen. Es gab einen Club, die von den Alpen Grand Prix fahren. Ja. Und die sind zu mir gekommen, organisiert über den Tullo von Graffenried. Das ist der Schweizer Grand Prix-Fahrer. Und da ist der Fangio gekommen. Der Fangio hat mir nachher als einziger einen Dankebrief geschrieben. Ich habe ihn noch. Und hat mich nach Argentinien eingeladen und hat gesagt, ich gehe mit ihm nach Balcarce. Da kam er her und da ist auch das Fangio-Museum. Hatte ich aber schon Probleme mit meiner Sammlung und hat keine Zeit mehr gehabt, nach Argentinien zu fahren. Schade, wenn ich denke, dass ich mit dem Mann in seinem Auto von Buenos Aires nach Balcarce gefahren wäre und zurück. Ein Traum. Und für mich der Größte, übrigens auch viele Fahrer, auch spätere Fahrer, sagen, sie fahren schon mal der Größte. Mhm. Das ist gut, das sind andere, völlig andere Zeiten, aber ich meine, ich bin ja diese Autos gefahren. Die waren viel schwieriger zu fahren wie die heutigen Autos. Mhm. Die heutigen sind zwar schneller, Reaktionen müssen etwas schneller passen, aber die waren viel schwieriger zu fahren. Sie sind die ganzen Autos auch gefahren, oder? Ich bin die alle gefahren. Außer eine Formel 1, der weiß, dieser Spaghetti-Auto, haben wir gesagt, der hatte diese Auspuffe, ja, so Spaghetti. Ja. Da war ich einfach zu groß, da bin ich nicht reingekommen. Hatten Sie Mechaniker? Ich war damals noch Lenker allerdings. Hatten Sie Mechaniker angestellt, die sich um die Autos gekümmert haben? Ich hatte zwei Leute, ja, die für die Sammlung verantwortlich waren. Okay. Einer, die heißen die Pichler-Brüder, oder? Ja, genau. Ja, okay. Die Gebrüder, nein, es waren drei natürlich, Gebrüder Pichler und dann der Walfried Gonschi, das war eigentlich der Mechaniker. Mhm. Der hat jetzt, den sehe ich heute noch. Der hat jetzt ein Hundehotel. ein Luxushundehotel. Und den älteren Bischler, den brauche ich auch nicht mehr zu sehen. Das war auch für das, er dank mir diese ganze Geschichte hat machen können. Auch die spätere Garage hat er vor allem dank mir machen können. Aber wie sagt man, Undank ist der Weltenlohn. Also so habe ich zum Teil super gute Zeiten gehabt und dann auch manchmal ein paar weniger schöne. Und die Schiffe haben Sie angesprochen. Das ist auch so eine alte Liebe, wenn Sie in der Schule damals ein Schiff zeichnen mussten, dann haben Sie ein Segelschiff gezeichnet. Ja. Und wie ich dann eben von dem Firmaverkauf mir das habe ich eines gekauft. Und das haben wir dann selber restauriert, also selber mit in England, in der Nähe von Southampton, in Hamble heißt das. Das ist so ein Schiffstreffpunkt. Habe mit den Leuten von, ich hatte meinen eigenen Kapitän eingestellt, der auch Projektleiter dann war. Und super Handwerker.
Da bin ich mal in den unteren Teil des Schiffs gegangen. Da hat einer gearbeitet, der hatte schwarze Hände bis da oben, Arme bis da oben. Da habe ich gedacht, ich müsste ihm etwas Trost zusprechen. Und er hat gesagt, das ist die schönste Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und dann habe ich mit dem Kapitän noch Streit bekommen, weil der wollte, die Schraube war link auf der linken Seite. Und er hat gesagt, wenn wir die in die Mitte machen würden, dann wäre das Schiff einfacher zu fahren. Da habe ich gesagt, ja, muss ich einen anderen Kapitän suchen. Und dann ist die Schraube dort geblieben, wo sie hingehört und so weiter. Die Segel, 650 Quadratmeter Segelfläche. Wir haben die dann, ich wollte die nicht weiß haben, ich wollte die, das alte Material bekommen, ja, nicht mehr, es war Kunstmaterial, aber ich wollte die Farbe imitieren, die von damals. Und da haben wir ein Dutzend Farbmuster gemacht, bis ich zufrieden war. Und dann waren die Bahnen noch zu breit. Mhm. Die mussten, sonst sieht das einfach nicht richtig aus. Mhm. Also haben wir die auseinandergeschnitten und alles von Hand zusammengenäht. 650 Quadratmeter. Die haben alle gesagt, das spinnt. Und ich bin ja der Einzige, der es gesehen hat, dass das handgenäht ist. Mhm. Aber auch da habe ich natürlich Leute besucht, der genäht hat und so. Das ist ein Teil des Vergnügens oder eigentlich der größte Teil, dass so etwas, wie es sein muss, so perfekt wie möglich wiederherzustellen. Und dann muss man natürlich Kompromisse machen, wegen den heutigen Anforderungen und auch den heutigen Landeplätzen und so. Also aber das haben wir alles so gemacht, dass man es nicht gesehen hat, alles versteckt. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich diese Leute, wir haben die alles Kunststoffschuhboxen genannt, diese modernen Schiffe. Mhm. Etwas abschätzig, natürlich. Aber das haben nicht nur ich, das haben alle, diese Segel haben alle so gesagt. Und dann haben wir die eigene Werft gegründet und haben dann x Schiffe restauriert. Mit dieser Liebe zum Detail. Und wie groß waren die Schiffe oder wie lang? Also die Altair, das war eben mein Schiff, die war über alles, also mit dem, weiß ich, wie man das auf Deutsch sagt, vorne, über alles 35 Meter. Okay. Auch das Atria Original und was nicht mehr da war, wie zum Beispiel die Lampen, das waren alte Buslampen. Zum Teil haben wir Sachen gefunden oder wir haben es nachgemacht. Wir haben zum Beispiel die Tür, diese Beschläge, haben wir zum Teil nachgemacht, weil sie nicht mehr da waren. Das wissen Sie nachher nicht mehr, welches das alte und das neue Teil ist. Wir haben restauriert, was man noch restaurieren konnte. Mhm. Aber wenn es nicht mehr da war, also das war schon extrem, es war eine gute Zeit. Wie haben Sie denn Ihre Autos eigentlich restauriert? Also haben Sie immer versucht, möglichst viel vom alten Material zu erhalten oder haben Sie... Eben das Beispiel vom 315S, wo wir das Sitzmaterial gefunden haben, die richtige Farbe und rausgefunden haben, dass das Bremsstaub war, nicht angemalt. Das habe ich alles in Modena gemacht. Mhm. Mit den Leuten, der Vater von Fantuzzi, der war Karossier für Ferrari und Maserati und sein Sohn hat dann die ganzen Karosserien so restauriert. Aber ich war da involviert. Ich bin in einem Tag hin und her gefahren, um nachzuschauen. Und zum Beispiel der Formel 1, den haben sie jetzt auch kaputt gemacht. Da war nicht mehr viel vorhanden. Das Auto war in Brasilien. Den Motor haben wir irgendwo gefunden, ich weiß nicht mehr wo. Und haben das dann zusammengesetzt in Modena. Und die Karosserie war praktisch nicht vorhanden. Da muss man von Fotos schauen.
und zum Teil noch die alten Karosse, die haben zum Teil noch, das ist ja ein paar Jahre her, die haben zum Teil noch gelebt, dann hat man das diskutiert und geschaut, was meinst du und so. Und für die Nase dann, da haben wir etwa fünf Nasen gemacht, bis ich zufrieden war. Klingt einfach. Ja, das war schön. Das Ende war traurig. Sehr traurig. Lassen Sie uns noch mal darüber reden. Also Sie hatten natürlich dieses ganze Projekt, die ganzen Autos, die Kernsammlung bestehend aus historischen Rennwagen. Waren das auch Straßenwagen? Und ich hatte noch ein paar Straßenautos. Einfach. Ich wollte ja um die Welt. Ja. Damals waren so Kunstausstellungen, Toulouse-Lautrec und solche Geschichten, waren sehr beliebt. Und ich wollte die Ferraris um die Welt nehmen. Mhm. Und der erste Ort wäre Rom gewesen. Da hatte ich schon einen Sponsor, nämlich die Transportbetriebe wollten den Shuttle-Betrieb und alles zusammen kostenfrei zur Verfügung stellen und so. Und das hat mir natürlich auch dieser liebe Herr, der dann die Sammlung übernommen hat, hat mir das auch kaputt gemacht. Aber wie hat er die Sammlung übernommen? Der hatte ihm mal Geld geliehen, oder? Ach so, Sie wollen es im Detail wissen. Nur wenn Sie wie lange haben wir Zeit? Wie lange haben wir Zeit? Ja, legen Sie mal los. Ja, ich habe den dummerweise kennengelernt in Gstaad, weil ich wohne teilweise in Gstaad und der wohnt auch teilweise in Gstaad. Also er ist im Moment angeklagt in England, das darf ich sagen, weil das steht in der Presse, ja. Wegen dem größten englischen Betrug aller Zeiten. Also das zeigt doch immerhin, dass der Herr nicht ganz koscher ist. 600 irgendetwas Millionen. Ja, man sagt, es sei gut ein Viertel seines Vermögens. Ja. Korrupter geht es gar nicht mehr. Seine Frau hat mir mal gesagt, er besticht alle. Da habe ich gesagt, habe ich noch gedacht, er meint es gut mit mir. Habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, das ist doch ein netter Mann. So. Ja, jetzt darf ich öffentlich sagen, er ist ein Verbrecher. Es steht in der Zeitung. Ja. Es ist ein Verbrechen. Wenn ich ihn mal sehe, ich überlege mir schon, was ich ihm dann sage. Ich möchte ihn eigentlich nicht mehr sehen. Ja. Aber eine kleine Freude möchte ich mir eigentlich doch noch gönnen. Habe ich mir überlegt, was sage ich, wenn ich ihn sehe? Ah, hi Bernie. Ich gratuliere dir. Irgend so etwas. Ja. Dass wenn ich ihn sehe, ich hoffe, ich sehe ihn nicht. Und wenn ich ihn sehe, ich werde es nicht verkneifen können. So, man muss ein bisschen nach unten gucken, um ihn zu sehen. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht auf ihn tritt. Und der hat ja eines meiner Lieblingsrestaurants, Hotelrestaurant, das Holden, gehört ihm. Mhm. Und da kenne ich natürlich die Kellner, Oberkellner und so und alles gute Leute, mit denen bin ich besten. Und ich frage dann immer, ist der kleine, nette Engländer hier? Und wenn er nicht, wenn er hier ist, ich will den nicht mehr sehen. Ja. Also, zurück zu der Sammlung. Wie ist es gekommen, dass Sie ihn kennengelernt haben? Also. Aufs Zufall. Ich habe, bevor ich die Firma verkauft habe, habe ich meine GTB 4 gekauft. Das war schon im 84, so 283 war das schon ein altes Auto. Denn die sind ja ein paar Jahre alt. Also eigentlich schon nicht mehr ein Auto, was man einfach so in der Regel kauft und aus Liebhaberei kauft. Und dann habe ich das Auto gehabt und dann einen zweiten und dann habe ich angefangen, Rennen zu fahren. Ich bin ganz früher schon ein bisschen Bergrennen gefahren und so. Okay. Aber dann habe ich gearbeitet und keine Zeit mehr gehabt. Dann musste ich plötzlich ein Auto haben, mit dem ich Rennen fahren konnte. Und dann irgendwann noch ein anderes, mit dem ich renne. Ich bin ja viel Rennen gefahren, dann historische Rennen. Habe auch ein paar Mal gewonnen, muss ich sagen, weil das weiß heute kein Mensch mehr. Und dann hat es sich so ergeben, dann plötzlich gedacht, eigentlich könnte ich doch die Ferrari-Sammlung zusammenstellen, weil ich hatte ja dann Geld vom Verkauf meiner Firma.
Und so habe ich, sie war komplett. Ich hatte alles, was ich jemals wollte, hatte ich. Mhm. Also es wäre also nichts mehr dazu, hätte nichts mehr dazukommen müssen. Und dann ging sie weg. Ja, der wollte mir helfen, die Sammlung zusammenzuhalten. Aber Sie sind in Geldnöte gekommen oder sind die Werte so gefallen von den Autos oder was war das Problem? Anfang 90er Jahre, das eben wie denn meine Versteigerung, die war, ich glaube, das war 93 oder so, mit Christis. Die haben ein Auto, haben die ganze nach in Tokio ausgestellt, in London ausgestellt, in Amerika, in Paris ausgestellt, um Werbung für diesen Verkauf zu machen. Und der Markt war dann zur Zeit des Verkaufs schon etwas schwach. Mhm. Und alle haben geschaut, was jetzt mit den Obrist-Autos, weil man hat gewusst, dass meine Autos nicht so schlecht sind. Und dann wurde kein Auto verkauft, keines. Warum gar keins? Warum? Ja. Ja, es war, also Christis hatte einen neuen Mann mit dem Hammer. Ja. Wie hat er gesagt? Das war der Chairman. Netter Mann. Der hat sich in Kunst ausgekannt, aber keine Ahnung von Autos gehabt. Und dann war der Mann, der die Versteigerung leitet, der Colin Crabb. Ein Engländer ist bekannt in diesen Autokreisen. Ein unmöglicher Kerl, ich sag's jetzt einfach, soll mich einklagen, ist mir wurscht. Und ich habe dann noch vor der Versteigerung gesagt, die Preise sind zu hoch. Ihr müsst die Preise senken. Hat er gesagt, nein, nein, wir haben so viele Interessenten, ist kein Problem. Ja, das Problem hatte ich dann. Kein Auto verkauft, hatte ich natürlich finanzielle Probleme. Mhm. Und dann hätte ihm dieser nette Engländer gesagt, ich helfe dir, die Sammlung zusammenzuhalten. So, also man muss jetzt sagen, 1988 ist Enzo Ferrari gestorben. Ja, also die Sammlung ging bis 88. Genau, und dann sind die Preise explodiert, weil man hat gedacht, irgendwie jetzt, da ist ja alles teuer geworden. Ja, also zum Beispiel, als ich vor der Versteigerung ein Daytona, von dem es 1000 irgendwie Stück gibt, mhm. War 1 Million oder so. Mhm. Und diese Autos sind dann zusammengebrochen. Und das hat auch meine Sammlung mitgenommen. Ob ein Auto 1000 Mal existiert oder nur 3 Mal, mhm. ist nicht das Gleiche, aber der Markt war nicht entsprechend sophistiziert. War kaputt und dieser Nichtverkauf, der hat quasi nochmal die Schleusen geöffnet für einen extremen Preisverfall. Ja. Ja, und jetzt sind sie wieder ein X-faches natürlich. Ja. Na jetzt, also sind die Preise, ich würde jetzt nicht sagen, wie viel meine Sammlung heute wert wäre. Was schätzen Sie? Ja, ich weiß es. Ich möchte es aber nicht sagen. Kann sich jeder selber ausrechnen. Wenn man weiß, dass ein Auto für 85 Millionen, also ich nehme an, die Zahl stimmt, weil man weiß, man kennt sich da schon so ein bisschen aus. Also... Ich sage jetzt noch was anderes. Ich habe dann zu Niki Hasler gesagt, wenn ich die Sammlung noch hätte, wäre ich auch einer dieser unangenehmen reichen Leute in Gstaad. Ich habe einen anderen Ausdruck gebraucht, der fängt mit einem A an. Und dann Niki hat dann gesagt, warst du einer von denen, als du die Sammlung noch gehabt hast? Ja. Und der ihm da geholfen hat, der hat ihm dann Geld geliehen einfach. Oder hat er die Sammlung gekauft oder was hat er, wie kam das? Nein, ich hatte natürlich, ich hatte Bankdarlehen. Ja. Ich hatte 20% des Wertes hatte ich mit Bank, wenn sonst hätte ich den P4 zum Beispiel, ich hatte nicht 10 Millionen in der Tasche. Klar. Hätte ich den nicht kaufen können. Die Sammlung war mit 20% mit Bankschulden. Hat der konservativste Banker gesagt, das ist überhaupt kein Problem, 20%. Mhm. Und dann hatte ich noch Autos, die frei waren von der Bank. Die habe ich dann verkauft. Natürlich auch zu einem, weil der Kauf nicht, der stiehlt nur.
Er nennt sich selber einen Dieb. Habe ich selber mehrmals gehört. Also, das ist so. Hat er mir selber gesagt. Und da, weil ich gedacht habe, es wird einfacher, dann die Sammlung zusammenzuhalten und so. Und dann hat er mit der Bank einen Deal gemacht. Und ich hätte dann die Sammlung zurücknehmen können, wenn ich so das Geld zusammengebracht habe. Da habe ich auch gehabt. Ich habe einen guten Fonds von der Citibank damals gekommen mit einem Vorschlag nach Gstaad. Und da habe ich ihm gesagt, du, können wir uns treffen? Und dann hat er keine Zeit gehabt und so. Und ich habe gesagt, bitte, also die kommen jetzt extra nach Gstaad, jetzt bitte lass uns zusammensitzen. Also, er hat alle Tricks versucht. Und die haben dann den Vorschlag gemacht, ich werde nie vergessen, hat er gesagt, it's not needed, es ist nicht nötig. Und ich habe dann, ich Naivling, habe dann gedacht, ja, irgendeine Lösung wird es schon noch geben. Nur der hat, wenn ich irgendwo wieder eine Möglichkeit hatte, zum Beispiel ein Casino als Casino-Besitzer aus Las Vegas, der bekannte alte Liebhaber ist und bekannt für so teure Sachen und Veranstaltungen und so. Dem war ich in Verhandlung, da hat das dem gesagt, und der Obrist, ich hatte das Recht, eine Lösung zu finden. Mhm. Und er hat aber dann dem gesagt, nein, der Obrist, der kann das nicht machen, das, die Sammlung, die habe ich Kontrolle. Er hat jedes Projekt, jede Möglichkeit, die ich hatte. Dann war die Abmachung auch diese kleineren Autos, ich hatte jede Menge kleinere, also weniger interessante Autos, die kannst du verkaufen, wir teilen das auf. Nichts von dem, was er versprochen hat, ist geschehen. Nichts von dem. Wenn ich nach London kam, um mit ihm zu reden, also ein sogenannter Freund, hat er gesagt, ja, wann kommst du nächstes Mal nach London? Obschon ich angemeldet war. Und so weiter. Ja. Ja, und dann hat er die dann irgendwann mal verkauft nach Amerika, ohne mir etwas zu sagen. Aber die Autos standen bei ihm? Die standen in ein Haus, das wir mit Bissler zusammen gemacht haben, in Pfötersäu. Okay. Nicht, wo jetzt die Garage ist, da habe ich ihm ja auch geholfen bei der Garage, den Bischlers. Und hat er die verkauft und ich habe dann mal Wind bekommen. Da sind wir noch irgendeine Ferrari-Dings-Veranstaltung gefahren. Ich mit dem Auto, er natürlich mit dem Flugzeug und dann, nein, ich wollte, da hat seine Frau mir gesagt, du, der Bernie geht doch noch. Fliegt doch mit ihm, und da bin ich dann mit ihm geflogen. Zurück bin ich dann aber mit der Eisenbahn gegangen. Weil da habe ich erfahren, dass da stand ein Auto bei Ferrari zur Kontrolle, weil dieser amerikanische Kunde, was weiß ich was, und ein alter Freund von mir, der jetzt auch gestorben ist, musste das Auto anlassen, weil bei Ferrari wussten sie nicht, wie man das macht. Und das habe ich dann alles erfahren, alles hinter meinem Rücken. Ja, und dann bin ich heimgekommen, nach Hause gekommen und dann habe ich mit seiner Frau, wollte ich ihn anrufen, dann habe ich mit seiner Frau gesprochen. Das sage ich jetzt nicht, was sie gesagt hat. Sind auch geschieden in der Zwischenzeit. Ja. Es ist der Abschied der Sammlung eine böse Geschichte mit allen Schikanen, die man mir machen konnte. Kein Wort gehalten. Den Vertrag hat er eingehalten. Aber Sie können ja auch etwas schriftlich festlegen, aber dann mündlich so viel machen, dass man keine Chance mehr hat. Also das geht. Ich könnte es selber nicht, weil ich bin dummerweise zu naiv, zu blöd. Aber ich komme in den Himmel, sofern es einen gibt.
Davon gehe ich aus. Ja. Und da treffen Sie ihn wahrscheinlich nicht mehr. Und haben Sie denn Geld für die Sammlung noch bekommen? Ja. Nein, ich musste noch drauflegen. Ich habe noch mit meinem letzten Cash damals die Bankzinsen bezahlt. Sie haben von den Autos nichts bekommen? Gar nichts? Ich musste noch Geld bezahlen, damit ich sie nicht ganz verloren habe. Ich habe dann immer noch gehofft, ich habe Vertrauen gehabt. Weil ich dachte doch, das ist ein Autoliebhaber, schön, der liebt nur das Geld. Ja, ich bin selber schuld. Ich hätte können versuchen mit der Bank, die Bank hat nicht, auf Englisch sagen und verclosed, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Also ich habe noch meine Zinsen bezahlt, die haben mich so unter Druck gesetzt. Obschon sie mir vorher das Geld nachgeschossen haben. Die Bank Saal Oppenheim mit dem Herrn Thomas Pscheer damals haben mir das Geld nachgeschossen. Da war ich in Monte Carlo, ein Alfa Romeo, ein P1, ein Traumauto. Und da hat er mich getroffen und gesagt, kaufst du den? Weil da ist damals auch historische Rennen in England gefahren. Und dann habe ich gesagt, nein, und ich hätte das Geld sowieso nicht. Ja, das ist kein Problem, ich kenne dich, kauf es. So hat es dann angefangen. Ja, es war eine super Zeit, eine ganze Zeit lang. Gute Leute kennengelernt, ein paar weniger gute auch. Aber das war gut. Und ich lebe ja noch und das geht mir viel besser als vielen anderen Leuten. Ja, das stimmt. Also sind Sie weiter Ferrari gefahren oder haben Sie tatsächlich dann komplett Ferrari auch in den Rücken gekehrt? Ja, eben diese 10 Jahre, bis der Niki Hassel mich wieder überzeugt hat. Dann habe ich wieder jede Menge Ferraris gehabt. Ich habe im Moment, glaube ich, 5 Stück. Und dann habe ich so einen alten Alfa Romeo, der ist im Moment in Restauration in Italien. Ich bin also nicht nur Ferrari-Fan, ich bin Auto-Fan. Ich habe auch, vor ich die Sammlung gemacht habe, ich hatte einen Fangio 250F, also von Fangio persönlich gefahren. Maserati. Ich hatte einen Ecurie Ecos D-Type Jaguar. Mhm. Ich hatte ein paar ganz wichtige Autos, die habe ich geopfert wegen diesem blöden Projekt. Und Lamborghini hatten Sie auch? Lamborghini hatte ich auch, etwa 3 insgesamt, ja. Und Porsche, hatte ich eine Porsche-Sammlung. Die ist auch bei dem lieben Herrn aus England gelandet. Was waren das für Porsche? Straßenautos oder auch Rennwagen? Rennautos. Also da war eine 917, 908 war dabei, Turbo, eine weitere Entwicklung. Und dann, die Langstreckenrennen gefahren ist. 935? Habe ich auch gehabt, war auch dabei, ja. 2,7 RS. Ja, ach so, okay. Ein Trauma, ja, hätte ich heute noch gerne. Ja. Zwei hatte ich. Hatte auch einen ursprünglich, also in der Zeit wie die gemacht. Da weiß ich noch, da wurde meiner Tochter schlecht, da musste ich anhalten. Sind Sie die Ferraris auch immer im Alltag gefahren? Also sind Sie nur Ferrari gefahren oder hatten Sie... Eigentlich nicht, weil ich möchte nicht in einem Ferrari gesehen werden, weil Ferrari hat leider halt den Beigeschmack des, also vor allem jetzt neu, das sind eben diese Spekulationen. Mhm. Irgendwie ist er mir nicht wohl, ich wohne hier auch in der Altstadt, Basel ist extrem rot. Und in Gstaad gibt es genügend Leute, die mit ihren Ferraris angeben. Da muss ich nicht auch noch mitmachen. Ich bekomme jetzt wahrscheinlich den Puro Sangue, bekomme ich. Das ist der neue. Ja, der höher etwas. Ja, das ist ja der. Der Viertürer. SUV sagen wir jetzt mal nicht, das ist es ja nicht, sondern er ist ein bisschen. Doch, das ist für mich ein SUV. Okay. Ja. Ich darf es sagen, die Ferrari-Mitarbeiter dürfen es nicht sagen. Ja, stimmt. Aber das ist ein SUV. Und den bekomme ich jetzt dann irgendwann, aber ich werde auch mit dem nicht hin und her fahren.
ich werde vielleicht nach Modena fahren damit. Ja. Das habe ich schon immer so gehabt. Mein erster Ferrari 1963, da war ein Restaurant-Bar, war das man so, wenn man Zeit hatte, abends mal hingegangen, hat sich getroffen. Damals bin ich mit dem Ferrari rumgefahren. Ich habe ihn immer in der Seitenstraße parkiert. Wusste kein Mensch, dass ich mit Ferrari da war. Habe ich schon immer so gehabt. Ich habe es ja nicht gestohlen. Das stimmt. Aber im Gegensatz zu anderen. In meinem Alter werde ich mich kaum noch ändern. Aber das macht es ja auch sympathisch. Danke. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Eine ja, Wahnsinnsgeschichte. Und Sie haben jetzt aktuell oder nicht aktuell vor einigen Jahren angefangen, Ihren ersten Ferrari nochmal wieder nachzubauen. Ja, das ist jetzt natürlich auch etwa 5 Jahre wieder her. Das ist der im Prinzip das Gleiche. Das war ein 250 GTE. Der heißt jetzt 230 Amerika. Nee, 330, oder? Ja, die haben am Ende der Serie haben die noch 50 Stück mit einem größeren Motor für Amerika gemacht. Mhm. Und darum heißt der Amerika. Und ist aber genau gleich. Also das ist eine Karosserie, Interieur, alles genau gleich wie der 250er. Und das war eben ein Nostalgieprojekt, weil ich habe ja das wieder mit meinen Leuten dort unten gemacht. Mhm. Mindestens die Karosserie und das Interieur. Die Technik hat Niki gemacht. Das war eines seiner ersten Restaurationen. Aber die Restauration ist perfekt. Das Auto ist zu schön. Die waren nie ganz so schön von neu. Aber perfekt. Nicht so wie der 315 ist, der jetzt einfach doppelt falsch restauriert ist. Ja. Der ist jetzt einfach spitz restauriert, aber einfach mit dem Finish, den die damals keine Zeit hatten dafür. Und den wollen Sie aber verkaufen? Den möchte ich verkaufen, ja. Ja. Ja, irgendwann. Irgendwann, weil die alten Autos, das ist für mich vorbei. Ich hab das gehabt. Mhm. Also ich habe ja, es gibt sicher niemanden auf der Welt, der so viele verschiedene Ferrari-Typen gefahren ist. Mhm. Vom Anfang Scuderia Ferrari Alfa Romeo, wenn man den schon dazu zählt. Das war ja so ein bisschen ein Ferrari. Und dann 1948, wie Ferrari gegründet wurde, bis er gestorben ist. Und auch jetzt noch die ganzen Neuen, an die Neuesten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen Spinner gibt wie mich, der so viele Autos gefahren ist. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde jetzt das Wort Spinner weglassen, aber das klingt so, wenn man mit 25... Vielleicht, wenn jemand diesen Podcast hört, ja, kommt einer und sagt, nein, halt. Ich bin älter. Das glaube ich nicht. Das ist wirklich faszinierend. Was war denn so Ihr Lieblingsstraßen-Ferrari? Oder die Lieblings-Ära? Waren das so die 70er, 80er? Die 60er Jahre. Die 60er? Also Ihr erster Ferrari. Die 60er Jahre für Straßenautos. Ja. Definitiv bis in die 70er Jahre. Also der GTB 4, ist glaube ich 67 oder so. Ja, ich mag mich nicht mehr an alle Zahlen erinnern, aber die wichtigsten schon. Und nachher sind eine Zeit lang hat Ferrari keine guten Autos gebaut. Und dann habe ich wieder mit dem BB gehabt, zwei, den ersten und dann den Nachfolger. Und dann habe ich die Sammlung verloren, dann habe ich 10 Jahre nichts und dann hat es eben wieder langsam angefangen. Und ja, die sind immer noch schön, die Autos sind gut und von der Technik natürlich die neuesten. Also ich habe ja auch diesen, wie heißt der, SF90. Ja, den Hybrid. Ja, ja. 1000 PS. Den bin ich im letzten Herbst, also jetzt vor einem Jahr, in Mugello gefahren. Das erste Mal mit dem Auto gefahren und ich habe das Gefühl, ich bin gefahren, wie als ich jung war. Die Autos sind so einfach zum Fahren. Ja. Da kann ein Affe kann die fahren. Also wirklich super. Und da sind natürlich die Techniker und mein Freund, der Chefentwicklungstestfahrer,
die haben dann natürlich ein großes Verdienst. Und die Marketingleute, ja gut, die müssen ja nicht verkaufen. Mhm. Die Autos werden verteilt. Mhm. Also sie müssen sich fast qualifizieren, dass sie, also vor allem bei den limitierten Serien. Ja. Wenn sie sich nicht qualifiziert sind, haben keine Chance. Aber die ganzen Level haben Sie ja freigeschaltet. Das bekommen Sie alles. Und Sie bekommen jetzt den neuesten auch noch, oder? Den Pur Sangre. Ja, das ist ja auch schon den neuesten, den ich noch möchte, als letzten meiner Ferrari-Geschichte. Ob ich den bekomme, weiß ich nicht. Nur wenn ich den nicht bekomme, dann das würde ich nicht nett finden. Welcher ist das? Also jetzt gab es den Enzo, nächstes, den LaFerrari, und jetzt kommt ja, der Nachfolger. Ja, also ich nenne den einfach Nachfolger von LaFerrari. Ja. Der kommt in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja. Und ja, also wenn ich keinen bekomme, dann muss ich halt mal nochmal anrufen. Den Piero Ferrari anrufen. Ich wollte gerade sagen, ja. Wie alt sind Sie denn in zwei Jahren? Also in ein paar Jahren bin ich... In zwei Jahren älter wie jetzt, bin ich 85. Sie sind 85. Werte 86. Das ist unglaublich. Doch dieses Jahr. Ja. Wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Mit allen Höhen und Tiefen, aber mich freut es so, ja, dass Sie die Freude an Ferrari zurückgewonnen haben. Ja. Aber ich werde natürlich immer wieder an die Altgeschichte erinnert. Ja. Selbst wenn ich in das Restaurant in den Staat gehe, werde ich daran erinnert. Das kriegt man nicht weg. Mhm. Aber es geht mir gut. Ich möchte noch ein paar Jahre machen. Ja. Versuch's mal. Hoffen wir. Fahren Sie auch noch auf Rennstrecken? Ja, jedes Jahr. Ja, dieses Jahr waren wir in Monza und jetzt vor einem Monat oder so in Mugello mit dem, ich habe auch den 296, ja, auch ein Hybrid, ja, der ist fast so schnell wie der SF90, den bin ich, nein, und ich lasse das noch laufen, sonst macht es keinen Sinn. Man kann nicht sagen, ich fahre jetzt da mal ein bisschen rum, ja, wenn sie Rennen gefahren sind, und dann kommt das zurück. Ich habe jetzt zweitältester Freund, der Peter Schetti, ja, der hat sich lange nicht mehr interessiert, hat er gesagt. Jetzt hat er seine Frau verloren. Jetzt kommt er nach Maranello, jetzt kommt er auf die Rennstrecke. Er ist nach Goodwood gegangen, er ist nach Pebble Beach gegangen jetzt kürzlich. Hat ihn wieder gepackt. Und auf der Rennstrecke will er jetzt auch die richtigen Bremspunkte. Das ist das Schwierigste, wenn man lange nicht gefahren ist. Ja. Den richtigen Bremspunkt erwischen. Ja. Da ärgert er sich, weil er hat den richtigen Bremspunkt noch nicht rausgefunden. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also ich hoffe, mit 86 erlebe ich das auch nochmal. Ja, das kriegt man nicht weg. Ich kann fast nicht mehr gehen, aber im Auto geht es noch. Und ein- und aussteigen geht auch? Ja, geht noch knapp. Herr Obrist, also das ist ganz toll, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und Ihre Geschichte geteilt haben. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Und das ist immer, falls das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder bekommt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie das? Mit welchem Auto, auf welcher Rennstrecke? Na, wo Sie wollen. Also wenn ich jetzt nochmals... Von den Autos, die ich gehabt habe. Sie können es frei aussuchen, egal welches Auto. Ich nochmals fahren möchte, den 315 S Taruffi. Und auf welcher Strecke? Auf der Straße. Okay. Oder auf der Strecke, egal. Auf der Nordschleife wäre nicht schlecht. Fahren Sie die auch? Wir sind ein paar Mal hingegangen, gefahren, kein Rennen. Ich habe Rennen auf der neuen Strecke gefahren. Ja. Aber am Nürburgring sind wir jetzt in den letzten Jahren dreimal hingegangen mit jemandem, der Horst von Sauma. Ja. Der ist uns vorweg gefahren. Und, ich möchte noch mal hingehen. Das ist schon. Ich bin vielleicht insgesamt 30, 40 Runden gefahren.
das reicht nicht, um die Strecke zu kennen. Das reicht, weil wenn ich es in einem Tag machen würde, sicher. Ja. Aber über Jahre verteilt immer wieder 10 Runden oder so. Ja. Das reicht nicht. Und für mich jedenfalls nicht. Nee, das stimmt. Haben Sie mal einen Unfall gehabt oder haben Sie Autos mal weggeschmissen? Ein Autounfall oder ein Rennunfall? Ja, beides. Oder so das ich habe ganz jung in England gearbeitet. Also da war ich 20 Jahre alt. Da hatte ich einen Porsche. Da bin ich mit einem Freund, der auch lang sind wir gefahren über durch Frankreich. In Galle war dann die Fähre, mit der man über den Kanal konnte. Und das hat mich kurz vor dem Flughafen überschlagen, seitwärts. Okay, sicher etwa 3 bis 4 Mal so seitwärts gerollt. Das Dach war unten, haben wir mit einem Kran hochgezogen und hatten die Fähre noch, also eine Flugfähre noch erwischt. Und dann am nächsten Tag hat es geregnet, ich hatte natürlich keine Scheibe mehr. Bin ich an der Tangenziale, an der Umfahrung von London, eine Stunde lang im Regen gefahren, mit gebrochenen Rippen, so im Auto gesessen zum Porsche-Vertreter, der das Auto dann geflickt hat. Der hat es geflickt? Ein Überschlagsauto. Was war das, ein 911er? Das war ein 911er, ja. Rennunfall hatte ich keinen. Ich habe mal in der Qualifying in Brands Hatch mit dem 512 S habe ich mich im Regen etwas gedreht und ein Vorderrad kaputt gemacht. Und in Holland habe ich mal mit der Berlinette, der 250 GT, da war ein Engländer mit einem ungebauten Auto mit Mittelmotor. Das war damals dummerweise die gleiche Klasse, haben wir uns gekämpft, überholt, ein paar Mal hin und her. Und hat es angefangen zu regnen und dann bin ausgerutscht und habe an einem Haag so ein bisschen das Auto ein bisschen verkratzt. Habe dann gesagt, fahr doch weiter, fahr mal. Ich habe gesagt, nein, das ist schließlich ein alt Ferrari, der ist etwas wert. Heute wäre er etwas wert, damals war es vielleicht 300.000 Franken, das war viel Geld. Und da habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt das Auto wieder schön reparieren. Sie haben ja auch, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, was Sie alles für Autos hatten. Diese 250er hatten Sie natürlich auch, ein 250 GTO. Zwei Stück. Dann ich habe von den meisten zwei gehabt. F40 Le Mans. Ich habe zwei F40 gehabt und ein F40 Le Mans. Ja. Den zwar nie gefahren, aber ich durfte das Pozzi-Auto in Mugello fahren. Ich habe einen GTO, den normalen und den 64er mit der neuen anderen Karosserie. Das war übrigens der einzige Werks-GTO. Meine Autos mussten alle Werksautos sein. Auch die Berlinetta. Die eine meiner Berlinettas war das einzige. Da habe ich auch 3 Stück gehabt. Nicht immer alle zusammen, aber so eben einen verkauft, um einen besseren zu kaufen. So. Das war auch das einzige Werksauto. Haben mir jetzt Fotos geschickt, die waren in Pebble Beach, das Auto stand dort, hat man mir Fotos geschickt von meinem Auto. So wird man immer wieder erinnert, ja. da kommt man nicht davon weg. Das ist ja. Welche Farbe kriegt Ihr letzter Wagen, wenn Sie den bekommen? Also die Rennautos waren natürlich rot. Ja, aber natürlich, klar. Und meine Straßenautos waren außerdem dem Nostalgie-Projekt, ja. Alle grau. Grau? Ich liebe alle Farben, solange sie grau sind. Das hat doch der Henry Ford von Schwarz gesagt. Monotie, ja, also genau. Ich erlaube mir das. Aber ich erwähne immer, dass es dank Ford ist, dass ich diesen Ausdruck betrifft, dass ich das. Aber es sind alle grau. Grau und innen? Verschieden. Also der Pure Sangue, den ich. Der ist auch grau, irgend so ein mittleres Grau, metallisiert, Entschuldigung. Mhm. Und innen Natur, beige. Beige, ja, okay. Aber ich habe dann auch so ein, was habe ich in dem 296, das ist natürlich auch grau, da habe ich dunkelblaues Interieur. Ich versuche einfach, die Farben müssen passen irgendwie. Ja.
ein heller und dunkles Grau verlangt nicht unbedingt die gleichen Farben. Das stimmt, ja. Ah, toll. Also, Herr Obers, das ist wirklich eine einzigartige Geschichte. Und da bin ich von überzeugt, dass da keiner ist, der mehr Autos und eine längere Historie mit Ferrari hatte. Ja, das ist viel Liebe, habe ich da reingesteckt und Geld. Aber ich habe natürlich noch andere Interessen. Also ich habe nicht nur Ferrari, das wäre mir etwas zu einseitig. Sie restaurieren auch Häuser, ne? Habe ich auch ein paar Häuser. Ich habe ein Flugzeug restauriert. Was für eins? Wie hat der geheißen? Das war ein Trainingsflugzeug vom Zweiten Weltkrieg, ein Doppeldecker. Okay. Wie der, den habe ich an Nick Mason verkauft. Tatsächlich? An den Schlagzeuger von Pink Floyd? Ja, den kenne ich natürlich auch. Ja, klar. Der ist zu meiner Zeit auch hingefahren. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Den habe ich auch restauriert. Und ja, diese ganzen Segelschiffe natürlich. Habe ich ein Motorschiff gebaut, weil ich gedacht habe, ich muss doch einmal etwas kreieren. Und das habe ich dann nach meinem Design gewissermaßen so. Habe ich auch einmal bezahlt, weil der Herr, der hat das Geld für etwas anderes gebraucht. Ich habe dann das Schiff nach Italien genommen und nochmal so viel Geld reingesteckt. Ja, nun, ich bin zu gutmütig, das sagen meine ganzen Freunde, meine Schwestern und meine Kinder. Aber auch das wird nicht mehr ändern in meinem Alter. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich wäre gern ein bisschen skrupellos. Das wäre ich schon gern, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Aber es ist doch auch schön, wenn man so auch Erfolg haben kann, oder? Ja, eben. Das ist doch gut wegen der Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Eben, das darf man nie vergessen. Ne? Ja. Na, ich möchte nur, wenn ich gehen muss, falls ich muss, noch schnell in den Spiegel schauen und sagen, Obrist, du warst nicht der Intelligenteste, aber du warst okay. Vielen Dank. Das war Albert Obrist und genau so, wie er klingt, ist er auch, wenn man ihm gegenüber sitzt. Eine beeindruckende Persönlichkeit und ein echter Gentleman der alten Schule, das muss ich jetzt mal so sagen. Und ich finde, jeder von uns sollte im Alter von 85 noch jährlich an Ferrari Track Days teilnehmen, oder? Wisst ihr übrigens was? Wenn ihr diese Folge auf Apple Podcasts oder Spotify gehört habt, freue ich mich über eine kurze Bewertung und wenn ihr nur ein paar Sterne vergebt, denn mir wurde gesagt, dass der Podcast dann noch besser gefunden wird, was mich freuen würde. Danke auf jeden Fall schon mal dafür und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Trinkt nicht so viel Glühwein und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.